Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sammlerwelten. Ja, es gab gerade, als ich beim Kiosk war und die Post weggebracht habe, eine kleine Reizüberflutung bei mir. Denn die neuen Rebel-Attacks sind rausgekommen. Ich bin so gespannt, was die bringen werden. Ich habe mir direkt die halbe Box leer gekauft, die beim Kiosk da war. Mir sind drei verschiedene Motive aufgefallen. Dieses und diese drei Motive gibt es, soweit ich das bis jetzt gesehen habe. Mir sind keine anderen aufgefallen, kann sein, dass unten in der Box noch mehr drin waren, aber ich habe die obersten gefühlt 25 Booster, was glaube ich sogar hinkommt, gekauft. Aber ich will heute nur 10 öffnen. Die drei lege ich mal weg für die Booster-Sammlung. Ich vergesse das sonst später noch. 3, 4, 5, 6, warte, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Demnach müssten jetzt auch ungefähr 10 Booster hier liegen. Könnte ich nochmal nachzählen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super, hatte ich 23 gekauft. Perfekt. Dann wird in den nächsten Tagen noch ein 10 Booster Opening kommen. Wir gucken mal hier. Von Tops natürlich produziert. Und über 180 Sammelkarten verfügbar. Halte Ausschau nach besonderen Karten. Spiegelfoil-Karten in jeder vierten Packung. Glitzerkarten in jeder vierten. Star Wars-Glitzerkarten in jeder fünften. Warte, das macht gerade keinen Sinn, das sind doch alles Star Wars-Karten. Und Super Boost-Karten in jeder zehnten Packung. Diesmal mit Disney-Logo drauf und die heißen diesmal Rebel Attacks. Force Attacks gibt es ja nicht mehr. Haben sich überlegt, was können wir denn neu rausbringen. Rebel Attacks passt. Wurde ja von Disney aufgekauft. LucasArts. Und mal gucken, was uns diese neue Serie hier alles so beschert. Ich hatte ja schon mal. Nee, hatte ich gar nicht. Ich wollte die sechs Promo-Karten auspacken, hab's dann aber doch gelassen, weil ich mir einfach den Spaß nicht nehmen wollte, jetzt die ersten Booster hier zu sehen, wie die Karten aussehen und so weiter. Von hinten sehen die diesmal so gelb-rot aus. Rebel Attack, Star Wars, Rebellion, Strike Force. Das ist ein Strike Force, okay. 106C. Ah, da wird viel auf uns zukommen. Viele, viele Karten. Wie viele Karten gibt es denn? 180? 180, ja, 180 Karten gibt es, okay. Ja. 5 Karten in jedem Booster, also habe ich insgesamt schon mal 100 Karten. Ungefähr, oder? 20 mal 5, ja, kommt hin. Strike Force plus 3 plus 3, okay. Auch Strike Force. Stehen da keine Namen daneben? Neben den Figuren? Oder stehen die hinten nur drauf? Ne, Rebellion stand da, ne? Eine Strike Force Karte, keine Ahnung. Ah, hier stehen die, okay, aber ja, okay. Senator Bail Dragna. Im Senat sitzt der. Der Inquisitor und Agent Kallus. Ach, okay, ich verstehe, das sind hier so plus 3 und die haben natürlich ko konkrete Werte hier. Und ein Sammelbild von einem Raumschiff, soweit ich das sehe. Ja, wird wohl hinkommen. Es wird ein langes Video, ich versuche das noch jetzt direkt im Anschluss hochzuladen. Also jetzt gerade ist es 11:30 Uhr. Und ich probiere das halt so schnell wie möglich hochzuladen. Ihr seht ja, wann es hochgeladen ist und dann könnt ihr euch freuen auf jeden Fall. EGRM, ein Droide, der allerdings nicht wirklich viel in Abwehr und Angriff hat. Da der hier wesentlich mehr Agent Kallus, den hatten wir doch eben schon, nur zusammen mit so einem anderen Typen. Oh, was ist das jetzt? Chopper, ist das eine Super-Glitzer-Karte oder? Also es könnte, nein, eine Foil-Karte ist es nicht. Eine Glitzerkarte in jeder vierten. Es könnte aber auch eine Star Wars-Glitzerkarte sein, die in jeder fünften Packung ist. Eine Super-Boost-Karte würde ich jetzt nicht sagen. Naja, mal schauen. Das hier ist ein Raumschiff, die gab es früher schon. Imperiales Shuttle. Macht minus 1 Schaden. Kann es sich dann heilen oder wie darf ich das verstehen? Minus 1 Schaden. Okay. Wenn ihr das Spielsystem verstanden habt, man kann es ja alles irgendwie spielen. Oh, wäre unsere erste Anleitung. Ich habe mir noch nie wirklich eine Anleitung von so einem Spiel durchgelesen. Naja. Fahrzeug, Erzer, Bridger, Speederbike. Sieht schon verdächtig aus. Ein Stormtrooper. Cool. Soll ich die Serie sammeln? Ich weiß es nicht. Hier ist schon wieder eine Glitzerkarte. Oder das ist eine Foilkarte. Auf jeden Fall Söldner haben wir. Ein Stormtrooper. Der wirklich aussieht, als wäre von Lego. Star Destroyer. Die Fahrt. Minus 2 Schaden sogar. Keine Ahnung. Ich verstehe das Schadensystem hier nicht. Naja. Soll ich die Serie sammeln? Also es gibt ja nur 180 Karten. Das kann nicht so schwer sein, glaube ich. Ich habe jetzt ja schon mit den 23, also mit den 20 Booster, die ich öffnen werde, habe ich ja schon 100 Karten. Zep und Chopper, gut, okay. Man kann vernehmen, dass ich vielleicht doppelte habe. Imperialer Frachter, aber bis jetzt habe ich, glaube ich, keine doppelte Karte gehabt hier.
Oh, das hier ist eine. Das ist eine Mirror Foil Karte in jeder vierten Packung. Die Phantom. Okay. Und den Kanan Jarrus. Okay, Azura Bridger und Kanan Jarrus. Wahrscheinlich spreche ich die Namen komplett falsch aus, aber das hier sieht aus wie ein Raumschiff. Meine Stimme ist auch irgendwie noch ein bisschen angeschlagen. Oh Mann. Hat man mal einen Tag frei nur und da ist man dann wieder krank. Ist doch typisch. Sieht aus wie ein Fahrzeug. Aber es ist ein Typ. Oh gut, es sah wirklich aus wie so mit Rädern, aber das ist hier ein böser Stormtrooper, sag ich mal. Ezra Bridger und Zeb. Der ist auch mit jedem zusammen, dieser Ezra Bridger. Sabine Wren, eine Mirror Foil Card, oder die ist so komisch zerkratzt irgendwie. Mag ich nicht, das Design. Von diesen zerkratzten Karten. Imperiale Shuttle. Aber irgendwie hat es auch Style. Irgendwie sieht das schon cool aus. Da sind so ganz viele komische Striche drauf, deswegen sieht das so merkwürdig aus. Viele Sternzerstörer. Nee, doch. Sternzerstörer heißen die doch, oder? Ich bin gerade. Ja, Sternzerstörerflotte. Müsste hinkommen. So, mal gucken hier. R2D2, mal ein bekanntes Gesicht. Welche Nummer hat denn der? Steht irgendwie nicht drauf. Doch, 16. Steht oben rechts in der Ecke so. Komisch. Hera, Syndulla und Zeb als Zusatzpowerkarte. Meine Güte. Die haben sich ja wirklich was einfallen lassen. Die Rebellen. 100, 100. Oh, das sieht aus wie eine seltene Karte. Allein weil sie so viel Angriff hat. Kanan, Jarrus und Zeb als Zusatzpower. Ne, Kanan, Jarrus und Zeb. Hera, Syndulla und Zeb. Also die haben irgendwie alle einmal zusammengetan. So, mal gucken hier. T-Fighter. T-Fighter als Fahrzeug. Ich mag die Dinger, die sind ziemlich cool. Ich hatte mal so eins von Lego. Die Ghost. Ezra Bridger und Sierra Leonis als Zusatzpowerkarte. Senator Bail Dragma. Dragna, haben wir den nicht schon gehabt? Als erstes irgendwie. Zeb und Ezra Bridger als Zusatzpower. Die haben irgendwie jede einmal zusammengepackt und dann nochmal als Zusatzpowerkarten. Okay. Aber sowas wie Anakin oder sowas, Skywalker. Ich weiß nicht, es gibt ja irgendwie einen neuen Film. Irgendwie Star Wars Rebellen, Rebels oder so. Passt leider nicht zusammen. Schade. Die Ghost als Glitzerkarte. Noch ein Stormtrooper, der aussieht, als wäre er von Lego. Den haben wir schon einmal. Und ein Star Destroyer. Hatten wir, glaube ich, auch schon. Zwei Booster noch. Oh Mann. Ich finde die Karten cool. Okay. Cicatro Chopper als Heulkarte. Ich kann den Namen leider nicht, deswegen kann ich euch nicht sagen, wer das hier ist. Und Chopper. Chopper als Foilkarte und Chopper. Ist ja auf einem neuen Film basiert, deswegen gibt es hier sowas wie Anakin und sowas, glaube ich nicht, oder? Ich habe den Film nicht geguckt. Habt ihr den geguckt? Schon wieder so ein Lego-Mannequin. Pilot-Droide. Der Inquisitor. Lothar als Speeder und Stormtrooper. Ja, das war's jetzt mit den 10 Boostern. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gebt ein Like nach oben. Nein, Daumen nach oben heißt es doch, ja. Und schreibt doch mal, ob ihr noch mehr Karten davon sehen wollt. Das waren jetzt hier, ja, 50 Karten. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.